chutes, é louco, meu Deus. Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und ich freue mich einfach so sehr, euch wieder mitzunehmen. Making me hate you. Probably think it's painful, but really I'm grateful. I think I've seen this before. This is the part where you. So, ich habe euch jetzt gerade mal abgestellt und das Fenster zugemacht, was gerade ein bisschen lauter wurde und bevor das irgendwie stört, wollte ich das jetzt einfach zumachen. Ich habe euch ja schon im letzten Video erzählt, was es für Gründe gab, dass es jetzt ein bisschen ruhiger hier war. Gott sei Dank nicht so lange, wie ich eigentlich erst dachte. Ich bin sehr, sehr happy drüber, weil ich einfach so vermisst habe, euch mitzunehmen, zu schneiden, zu filmen. Ich mag das so, so gerne und freue mich jetzt total, euch wieder ganz normal mitzunehmen. Wie ihr schon gesehen habt, werde ich euch auch die Woche jetzt mitnehmen. Euch so ein bisschen zeigen, was die Woche so abgeht, weil ich so ein bisschen was vorhabe. Vor allem auch heute. Ich möchte nämlich noch vor meinem Zahnarzttermin zu H&M fahren, euch so ein bisschen beim Shoppen, sag ich jetzt mal, mitnehmen. Vielleicht eher anprobieren. Ich versuche nämlich eigentlich nichts zu shoppen. Ich habe sogar die App gelöscht, weil, wow, die haben so schöne Herbstsachen. Und ich hatte ja jetzt eine große Bestellung gemacht und das reicht dann auch erstmal, aber ich könnte echt noch so viel shoppen und ich möchte das nicht, deswegen habe ich die App jetzt gelöscht. Ich wollte aber einfach euch so ein bisschen zeigen, was es so Neues gibt, euch so ein bisschen Inspo geben für die Herbstzeit jetzt und zeigen, was ich auch vor allem richtig schön finde. Ich dachte einfach, das wäre mal was ganz anderes, weil ich das so, glaube ich, doch, ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, das war aber auch ein kleiner Fail. Aber ich freue mich voll, das dann heute einfach zu machen. Wie ihr sehen könnt, muss ich hier ein bisschen aufräumen. Es ist aber echt erstaunlicherweise besser geworden. Hier liegt nicht mehr alles so extrem rum. Das sind jetzt eigentlich nur noch so ein paar Sachen. Hier hinter mir liegen auch noch so ein paar Sachen. Ich habe nämlich mein Outfit-Reel für heute abgedreht. Ich habe euch nämlich eine Woche lang jeden Tag ein Outfit gepostet, beziehungsweise ein Outfit-Reel gepostet mit dem Outfits, die ich jetzt in der Woche einfach anhatte und natürlich auch zwischendurch so ein bisschen Herbst Inspo, beziehungsweise Herbst-Outfit-Inspo, die ihr euch dann abspeichern könnt für die kommende Zeit. Muss aber auch dazu sagen, dass natürlich jetzt die Temperaturen noch ein bisschen sommerlich sind, aber ich das null fühle, also ich fühle gerade wirklich nur noch Herbst-Outfits, deswegen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Herbst-Outfit gewesen, aber ihr habt es gefeiert, deswegen ist es ja doch nicht so schlimm. Hier zum Beispiel seht ihr auch schon mal ein Outfit für morgen. Da werde ich nämlich diesen wunderschönen Trenchcoat anziehen mit der Jeans und dem weißen T-Shirt. Das habt ihr wahrscheinlich dann auch schon gesehen. Wenn nicht, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Das hier war dann für heute mit dem Rock, den ich jetzt gerade anhabe. Muss aber jetzt gerade selber erstmal überlegen, was ich heute anziehe. Und das wird wieder sehr lange dauern, weil es ist einfach so heiß. Okay Leute, das hier ist jetzt einmal mein Outfit, einfach nur eine Jeans und dieses Oberteil. Ich bin wieder so am Schwitzen, ich freue mich wirklich sehr, wenn ich in diesem kühlen Laden bin. Ich mache jetzt auch gleich direkt die Rollos runter, aber sonst seht ihr mich halt einfach nicht. Aber das ist mein Outfit. Ich überlege jetzt gerade noch so, was ich für eine Tasche nehme, wollte ich eigentlich sagen. Ich finde nämlich, die hier passt perfekt zu diesem Outfit. Alles ist relativ dunkel, auch in diesem kühleren Ton. Aber wenn ich drüber nachdenke, dass ich hier eigentlich noch zum Sport möchte, macht eigentlich die größere, also die Mango-Tasche, eigentlich meine Sporttasche mehr Sinn. Aber die Mango-Tasche würde noch ein bisschen besser dazu passen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier alles reinbekomme. Ich bezweifle es stark. Deswegen, ja, wird es wahrscheinlich die hier eher weniger. Ich versuche mal, ob ich da alles noch reinkriege, aber ich bezweifle es. Die würde aber auf jeden Fall mega dazu passen. Ich muss jetzt auch gleich noch meine Lippen machen. Ich habe jetzt gerade was gegessen. Und dann macht die Lippenstift wenig Sinn. Mal schauen, ob die da noch passt, aber das wäre jetzt einmal mein Outfit. Dazu würde ich dann meine Ballerinas anziehen in schwarz. Okay Leute, es ist echt unnormal voll hier, aber ich habe schon drei Sachen gefunden. Ich finde nämlich den Rock hier unnormal cute und der fokussiert hier gerade nicht. Zeige ich euch gleich alles noch angezogen. Der Pulli hier kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und diesen Trenchcoat hier. Mal schauen, ob ich noch was für. Den Pulli gibt es übrigens in rosa, beige und weiß. Also schön ist das ja schon, ne? Aber irgendwie nicht so meins. Aber es ist cute. Ist zwar, wie gesagt, nichts für mich, aber ich probiere das jetzt mal aus, weil da gibt es so einen Rock zu. Und irgendwie ist das süß.
Mal schauen. So, das hier ist jetzt einmal meine Ausbeutung. Ich bin mega gespannt, wie die sitzen werden. Ich werde auch teilweise was für Instagram noch abfilmen. Aber ich bin richtig gespannt. Vor allem auf das Set hier. Das hier ist jetzt einmal das erste Teil. Und ich finde es echt cute, muss ich sagen. Ich habe es extra in L genommen, damit es ein bisschen größer ist. Aber ich finde es echt cute. Es ist aber auf jeden Fall etwas kratzig, das muss ich sagen. Also wenn ihr damit nicht klarkommt, ist definitiv nichts für euch. Für mich ist es auf jeden Fall komplett aushaltbar. Ich komme damit recht klar. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Also das sieht gar nicht. Das sieht ganz schlimm aus. Der ist auch eigentlich zu groß, aber ich weiß jetzt schon, dass der meine Marke da nicht passen würde. Also der Rock hier ist auf jeden Fall gar nicht. Es könnte echt cute aussehen, aber bei mir nicht. Also ich muss sagen, ich finde das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Emily von den Gilmore Girls. Ich finde das hier schon ganz cute. Der Rap, das ist too much. Ich glaube, das könnte echt cute aussehen, aber halt nicht. Wieder nicht an mir. Wir kommen jetzt zu den Jacken und schaut euch mal bitte diese Jacke an. Wie schön ist die bitte? Ich finde die so toll, oh mein Gott. Die ist so schön, perfekt für den Herbst. Ich weiß noch nicht, ob hier jetzt so Fusseln sich bilden. Und ob sich hier Haare abspeichern. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Richtig cute. Und mit dem Schal kann ich mir das auch richtig gut vorstellen. Es ist auf jeden Fall nicht gut, dass ich diese Jacke schön finde. Die ist so toll. Oh mein Gott. Toll. Also ich glaube, die grüne werde ich sogar noch einen Ticken mehr feiern. Aber die sind so schön. Ich liebe es komplett, Leute. Ich liebe es so sehr. Oh mein Gott, Leute. Diese Farbe. Diese Jacke. Ich lieb's. Die ist so schön, oh mein Gott. Ich habe aber online gesehen, dass es die auch noch was länger gibt. Ich glaube, dass ich die eher bestellen würde. Weil das jetzt auch so Standard ist. Aber diese Farbe ist so schön. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut, Leute. Die ist so schön. Vor allem liebe ich einfach immer diese Details bei den Trenchcoats. Das ist schon echt richtig schön. So, ich bin jetzt ready. Und werde jetzt zu Aston Music. So, ich bin jetzt soweit ready gemacht, habe auch schon mein Video für heute abgedreht, beziehungsweise mein Outfit und habe auch das Buch heute Morgen fertig gelesen. Und oh mein Gott, Leute, dieses Buch ist so unglaublich gut. Dazu gibt es dann eine Buchreview auf Instagram. Ich mache da mittlerweile alle meine Buchreviews, außer wenn ich hier ein Video abdrehe, das auch nur einmal passiert ist, also ein Reading-Vlog, aber das kommt bald dann auch mal wieder. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich muss jetzt mal gerade die Hülle drauf machen. So, die Hülle ist jetzt wieder dran. Ich zeige euch einfach gleich mal, welches Buch ich nehmen wollen würde. Ich habe nämlich schon geplant, wieder einen Reading-Vlog zu machen. Das nächste Video ist eher etwas bezüglich Fashion und danach hatte ich geplant, dann halt wieder so einen Reading-Vlog zu machen. Und dann zeige ich euch gleich einfach mal, welches Buch das ist. Ich habe mich jetzt auch schon mal so halbwegs ready gemacht für den Sport. Ich versuche mal kurz die Kamera so ein bisschen runter zu machen. Also es ist eh nur das Oberteil. Ich muss nämlich jetzt gleich die Leggings erstmal noch von Fusseln und von so Dingern befreien. Das mache ich jetzt gleich einfach erstmal. Aber jetzt habe ich mir schon mal das Oberteil
angezogen. Werdet ihr noch ein bisschen aufräumen, weil hier sieht es natürlich wieder aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Das hier geht ja noch, also das ist wirklich nicht dramatisch. Aber jetzt liegt halt hier auch überall alles rum. Das ist noch die Handyhülle von gestern. Ich habe nämlich dann die Hülle gewechselt. Hier liegt auch noch das Kleid von meinem Outfit. Das räume ich jetzt erstmal alles weg. Ich habe jetzt auch schon mal geschaut, was ich morgen anziehen werde. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur ein Outfit dann auch wirklich an einem Tag angezogen von meiner Videoreihe. Aber ich hatte ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen den Fokus auf Herbst-Outfits legen, also schon relativ drauf liegen werde, weil ich einfach auch mega Bock drauf habe. Aber das hier wird tatsächlich auch das sein, was ich dann auch anziehen werde. Es wird nämlich heiß und wir sind auf den Geburtstag von den Sommer eingeladen. Das heißt, ein bisschen netter sollte es schon sein. Und es ist der einzige kurze Rock, in dem ich mich so wohl fühle. Und deswegen hatte ich überlegt, den einfach anzuziehen. Hab den Goethe schon mal dran gemacht, weil der einfach so cute ist. Und Leute, diese Kombi von Grau und Braun ist so unfassbar schön. So toll. Mag ich total gerne. Oberteil bin ich noch nicht ganz so sicher. Ob weißes T-Shirt einfach nur, vor allem welches weiße T-Shirt, weil ich habe da ja auch verschiedene. Hemd vielleicht, aber dann wird es wieder relativ warm. Ich schaue noch, aber ihr werdet es eh morgen sehen. Ich nehme euch auch so ein bisschen mit an dem Geburtstag, weiß ich jetzt noch nicht so ganz, ob das klappt, aber über den Tag halt und den Rest seht ihr ja eh auf Instagram, weil ich ja das Outfit dann auch zeige und anziehe. Aber ich finde diese Kombi einfach so toll. So Leute, es sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Ich habe am Sport, aber da ist einiges schiefgelaufen, sag ich jetzt mal, oder halt nicht so wie geplant. Generell jetzt auch seit einem Monat hat sich im Fitnessstudio auch ein bisschen was geändert, was dann halt auch ein bisschen schwieriger ist, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Ich dachte mir aber jetzt, bevor ich mich an mein Tablet setze, um etwas für euch zu machen, zeige ich euch jetzt, mit welchem Buch ich fertig geworden bin und welches das nächste wird, worüber ich dann halt auch ein Video machen werde. Wir fangen natürlich mit dem an, mit dem ich fertig geworden bin, und das ist einmal dieses Buch hier. Sieht relativ harmlos erstmal aus, aber es geht hier um ein Tabuthema. Ich erkläre euch jetzt einfach mal, oder ich versuche jetzt erstmal grob zu erklären, worum es geht, dass man es so ein bisschen verstehen kann. Genauere Review, wie ich das Buch jetzt so fand und wie viele Sterne und so weiter, das findet ihr dann auf Instagram. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich das genau erkläre. Aber was das Tabuthema angeht, geht es halt um den Altersunterschied in einer Beziehung und vor allem mit wem in einer Beziehung. Denn die Hauptperson hier in diesem Buch ist die Jordan, die ist 19 Jahre alt und hat auch einen Freund namens Cole. Und die haben halt so ein paar Probleme und ziehen dann halt zu seinem Vater für ein bisschen Unterstützung und so weiter. Und er ist 38 Jahre alt. Ja, ihr könnt euch vielleicht denken, was ich jetzt erzählen werde, aber es geht halt um Jordan und um den Vater, was sich da so entwickelt und crazy. Also natürlich ist dieses Buch hier eine Geschichte, aber ich finde trotzdem, dass solche Bücher oft einfach auch mal die andere Seite zeigen können. Ich habe zu diesem Tabuthema halt eine bestimmte Meinung und fand es halt einfach auch mal cool, so ein bisschen die andere Seite zu sehen, so ein bisschen zu lesen. Natürlich, wie gesagt, es ist eine Geschichte und das hat sie sich alles ausgedacht und so weiter und so fort, aber trotzdem, sowas kann es ja geben und sowas kann passieren und ich finde es dann halt echt schon sehr interessant. Und das Buch, was ich jetzt als nächstes lesen werde, ist der zweite Teil von dieser Reihe hier, und zwar Sie kann dich hören. Ich habe ja das erste Buch schon gelesen, Wenn sie wüsste. Das hat mir unnormal gut gefallen. Und die haben, meine ich, drei Teile und das ist jetzt hier der zweite. Und das hier werden wir dann gemeinsam in dem Video lesen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie lange ich dafür jetzt brauche. Ich meine, es sind weniger Seiten als das in dem ersten Video. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich finde es auf jeden Fall auch mal interessant, wie lange man braucht. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Video und ich bin gespannt, wie dieses Buch sein wird. So Leute, neuer Tag ist angebrochen. Ich bin absolut im Stress, so am Schwitzen. Ich weiß auch nicht, warum ich mir einen Pony gemacht habe. Wenn ich so schwitzen werde, weil der wird wahrscheinlich so, ich bin schon am Glänzen, der wird so stark gleich an meiner Stirn kleben. Aber ich habe einen Pickel bekommen. Den sieht man jetzt nicht. Perfekt. Das ist ja genau das, was ich wollte. Ich bin mit Esma jetzt verabredet und wir haben sogar extra gesagt, wir treffen uns früher. Ich hoffe, ich schaffe es auch pünktlich. Ich muss nämlich jetzt noch ein paar Sachen kurz noch erledigen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf diesen Tag, sage ich euch jetzt schon. Ich habe auch eigentlich meine Kamera dabei. Die werde ich auch gleich nutzen. Aber wenn ich meine Kamera hier hinstelle, wird es geblendet von der Sonne, weil die genau da drauf scheint. Deswegen dachte ich, probiere ich jetzt mal mein neues Stativ von Jan aus, was er mir richtig süß hier angebracht hat. Und ich finde es ehrlich gesagt mega. Ist
richtig cool. Funktioniert ganz gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich beim Autofahren jetzt filmen werde. Wahrscheinlich eher weniger. Aber ich lasse es einfach mal laufen und gucke mich an das Ganze jetzt einfach. Ich habe einfach genau unter dem Baum geparkt, wo so komische Dinger runterfallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das ist. Aber die liegen halt einfach alle auf meinem Dach. Hier. Und die sind ultra laut. Leave me left alone, and I'll act like I'm not hurt, 'cause you said.